Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video geht es ein bisschen Updates, was bei mir so gerade abläuft. Und zwar, ich habe jetzt das ganze Wochenende, wer es ein bisschen bei Instagram verfolgt hat, hat das mitbekommen. Ich habe das ganze Wochenende ziemlich viel Videomaterial bearbeitet und die ganzen Fragen, die ihr an Herr Walter Wagner gestellt habt, beantwortet. Ja, die habe ich nicht beantwortet, sondern das ganze Videomaterial, wo Herr Wagner die ganzen Fragen beantwortet hat und wir unser Interview geführt haben für euch, wo wir auch sehr ins Detail gegangen sind, habe ich alles durchgearbeitet. Es ist echt super viel Videomaterial und wir sind auch sehr ins Detail gegangen, was aber auch echt geil ist, weil es sind viele gute Informationen rüber rausgekommen. Also wir haben super viele geile Informationen, super viele wertvolle Informationen. Und ich freue mich, das Ganze mit euch echt teilen zu können. Und da wollte ich erstmal ein bisschen Feedback geben. Ich habe kompletten Freitag, Samstag, also Freitag bis, was weiß ich, 10, 11 Uhr habe ich geschnitten. Das gibt 5 Stunden YouTube. Ja, das werden wahrscheinlich echt mehrere Teile. Jetzt ist Sonntag, jetzt stehe ich hier auch. Was haben wir gerade? 9 Uhr stehe ich am Sonntag. I just beat the pussy like a combo. I said, go make a star. She said, okay, meet you in Toronto. She just loved my vibe and my energy. I know bad days in the land. I was set of 7 seas just to separate myself from the face. Uhr stehe ich am Sonntag auch nochmal vor der Kamera und recorde das Ganze hier. Und ja, da wollte ich euch mal ein bisschen Informationen geben, wie ich das Ganze so vorhab. Und zwar ist es in Stunden, ich glaube, ich spreng die 5 Stunden an Videomaterial. Das gibt 5 Stunden YouTube. Ja, das werden wahrscheinlich echt mehrere Teile. Mal schauen, wie wir das zusammenfassen. Ja, das sind Fragen, was echt super viel ist. Also aber es ist mega geil. Also ich freue mich wirklich, das sind super, super gute Informationen. Ich habe mir überlegt, dass ich das vielleicht so eine Antwort-Session mache, dass ich so jeden Freitag ein View raushaue. Auf der anderen Seite überlege ich euch, dass ich euch einfach, sobald ich was fertig habe, den Kram serviere auf meinem YouTube-Channel. Viele Leute machen ja, oder YouTuber machen ja immer so eine, habt ihr eine präferierte Zeit? Wollt ihr es um 7 Uhr abends? Wollt ihr es 7 Uhr morgens haben? Wollt ihr es jeden Freitag haben? Wollt ihr es haben, wenn es fertig ist? Ich weiß gar nicht, muss ich ehrlich sagen, wie ich das mache. Mein Gedanke ist eigentlich, wenn ich den Scheiß fertig habe, möchte ich es einfach rauslassen und euch mit den Informationen soweit versorgen. Deswegen ist, glaube ich, auf meinem Channel immer so eine Unregelmäßigkeit, dass mal an einer Woche 3 Videos sind, dann vielleicht einen Monat gar nichts oder mal 2 Wochen gar nichts, dann wieder ein bisschen mehr. Da bin ich mir nicht ganz schlüssig, wie ich das mache. Ich habe auf jeden Fall noch einiges an Material, was ich aufarbeiten kann, aufarbeiten muss und euch noch repräsentieren kann. Deswegen wird es ein bisschen querbeet und durchmischt sein. Ich hoffe, dass euch soweit das ganze Projekt gefällt und ich denke mal, auf jeden Fall, diese Woche wird das Video mit der ersten Fragereihe noch rauskommen und darüber hinaus weiß ich nicht, wie ich das dann weitermache. Vielleicht habt ihr bis dahin oder habt ihr schon das Video gesehen, ein bisschen kommentiert und helft mir vielleicht ein bisschen bei meiner Entscheidung, weil ich gerade nicht so ganz hundertprozentig sicher bin, wie ich das machen will. Und vielleicht habt ihr da eine Präferenz oder eine Idee, wie es euch am besten gefällt. Vielleicht richte ich mich ja auch danach. Und lasst es mal hören, wie es euch gefällt. Und das war es soweit von meiner Seite. Kurzes Update und ich wünsche euch weiterhin gute Fahrt und bis bald. Also Peace. Wenn euch das Ganze gefallen hat, das Projekt gefallen hat, auf jeden Fall bitte kommentiert oder teilt eure Erfahrung mit oder teilt mir ein bisschen Feedback mit, wie euch das Ganze gefallen hat und ja, lasst vielleicht einen Daumen hoch da und abonniert den Channel. Ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Bis bald. Also haut rein, Jungs. Peace.